Heute habe ich wieder ein Flugzeug für euch. Diesmal eines, das gar nicht so ausschaut, wie man Papierflugzeuge kennt. Lasst euch überraschen. Das ist nicht schwer. Vor allem, wenn man die bisherigen Falltechniken schon mal gemacht hat, dann geht es da noch viel leichter. So, was braucht man heute? Klebestreifen. Schere. Mein Geodreieck habe ich wahrscheinlich im anderen Video vergessen. Nehmen wir heute das Geodreieck. Ein Blattl Papier und dann kommt noch das Wichtigste, der Kaffee. Legen wir los. Wir nehmen das Blattl Papier so wie immer und, nein, nicht wie immer, aber bei ein paar Flieger haben wir das schon gemacht. Wir falten da die eine Ecke herunter. Und machen das dann wieder auf. Und drehen wir das dann um, da sehe ich es nachher besser. Und auch die zweite Ecke fällt mir dann herunter. Genau. Dann fällt man es wieder auf. Drehen wir es um. Und die beiden Ecken. Genau da, zu diese Faltkanten. Dann machen wir es wieder auf und haben schon gewonnen. Weil das kennen wir ja. Soweit geht's gut. Jetzt machen wir das, was wir das letzte Mal auch schon gemacht haben. Wir falten das da zur Mitte hinein. Ich muss mir das jetzt gerade umdrehen. Also bis jetzt war das alles gleich, gell? Da noch ein bisschen sauberer. Passt. Ich falte das da herein. Und auch das falte ich da herein. Ja, und wenn ich das jetzt aufmache, dann habe ich genau da diese Faltkanten und genau da, wo die Faltkanten sind, klappe ich die Spitze nach oben. Und wenn man jetzt genau schaut, dann hat man da vorne drinnen so eine Tasche. Und da tue ich jetzt die Spitzen da rein. Eins. Und Nummer 2. So, jetzt sind die da drinnen und festgehalten. Als nächstes drehen wir das Flugzeug. Und da mache ich das jetzt so. Ja, ich sehe da die Ecken und genau bei den Ecken falte ich das so nach innen. Einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Und dann tue ich den Innenteil da wieder nach außen. Und damit man das jetzt gescheiter verlieren kann, mache ich da vorne, aber bitte jetzt nicht da hinten, sondern wirklich nur da vorne, genau in der Mitte so einen Knick hinein. Die fällt man so leicht auf. Und man sieht schon, das Flugzeug haltet man so da. Und gibt ihm dann einen sanften Schub, so nach vorne.
Ich habe selten ein Flugzeug gesehen, das so gut fliegt. Viel Spaß beim Nachbauen und Herumspielen damit. Wie immer mit von der Partie, mein Kollege Pauli. Wir werden jetzt gemeinsam da probieren, ein Flugzeug zu basteln. Na, schauen wir mal. Also, was brauchen wir dafür? Zum Bauen von einem Papierflugzeug braucht man mal eine Katze. Dann geht das nämlich alles viel leichter von der Hand. Dann war nicht schlecht. Klebestreifen. Mein Lineal habe ich wahrscheinlich im anderen Video vergessen. Geodreieck. Schere. Und ein Blatt Papier. Dann wartet man am besten, bis die Katze wieder weggeht, weil dann hat man nämlich Platz da, was zu machen. Ich könnte mir inzwischen einen Kaffee machen. Als ob er das gerochen hätte, dass ich jetzt das Video aufnehmen will, gell?